Herzlich willkommen zur vermutlich vorerst letzten Folge von Skyforce. In der Rubrik Angezockt. Dass man mal einen kleinen Einblick in dieses Spiel bekommt. Wenn ihr natürlich dann wollt, dass ihr mehr von dem Spiel seht, einfach in den Kommentaren oder auf unserer Facebook-Page einfach schreiben. Und schreiben. Natürlich auch über YouTube möglich. Und wir werden schauen, was wir machen können. In den letzten zwei Folgen habe ich die ersten drei Level waren es schon mal gespielt. Beziehungsweise haben wir einmal in dieses Turnier reingeschaut, wo ich mich aber doch etwas, ja, sagen wir einfach mal, deppert angestellt habe. Um Level 4 freizuschalten, benötigen wir jetzt weitere Medaillen. Medaillen sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe, diese goldenen. Da ich jetzt ein weiteres brauche, werde ich einfach mal schauen, was ich da so machen kann. Überlebe unverletzt auf Level 2. Das könnte ja unter Umständen machbar sein. Oh, natürlich auch weiterklicken. Probieren wir mal, ob wir da durchkommen. Ohne uns zu verletzen. Irgendwie glaube ich von meinem Talent nicht ganz dran, dass ich das schaffe. Oh, was? Vielleicht überrasche ich mich selbst auch wieder mal. Ein bisschen mehr Schaden macht, ist natürlich auch die Gegner schneller weg. Sprich, das ist nicht mehr ganz so schwer, also ich muss nicht mehr ganz so lange ausweichen. Nice. Chain Lost ist mir vorerst mal egal. Nice. Oh. Nur nicht getroffen werden ist das Ziel. Da wir doch noch eine Medaille brauchen für das nächste Level, welches ich euch eigentlich ganz gerne noch zeigen würde.
Ach Gott. Ja, gut. Und das war's auch wieder mal mit deiner Medaille. Auch ein bisschen wegen irgendeinem dummen Hass. Gut. Vernichten tue ich das Ding jetzt natürlich trotzdem noch. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, gut, mit meinem Glück werde ich da jetzt wahrscheinlich auch noch reinkommen. Warum ich aber nur noch 25% habe, verstehe ich auch nicht gern. Ah, 29. Rechts oben sieht man das mit dem Teil. Verstehe, verstehe. Ich könnte die Kanone noch mal stärker machen. Gegner noch schneller töte, oder vernichte. Probieren wir noch einmal Level 2. Wenn das nichts wird, dann. Ja. Sehen wir halt entweder kein viertes Level mehr. Oder wie gesagt, wenn euch das Spiel doch gefällt und ihr wollt mehr davon sehen. Nice. Schreibt es. Ich werde es vermutlich nicht gleich löschen. Ich würde interessieren, ob das jetzt schon war, weil ich in diesen Turm reingekommen bin. Kann man das Start vielleicht sehen? Lebe unverletzt, ja, ist noch möglich. Den Endgegner. Endgegner, dass ich halt das letzte Schiff etwas besser anfliege. Nice. Vor allem etwas konzentrierter.
Das zweite auch nicht so schwer sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett verlaufe. Ich darf diesmal nur nicht schreien. Noch ist alles machbar. Noch so. So bin ich nicht drüber hinweg. Und lass mich jetzt nicht irritieren. Aber es kommen noch Schiffe. Also Flugschiffe. Great. Und ich würde doch etwas angepisst, wenn ich das jetzt schaffe und dann. Ja. Verschreiben wir es mal nicht. Keine Entschuldigung. Perfekt, neue Medaille oder so. Jetzt sollte Level 4 auch freigeschaltet sein, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal, was wir da jetzt noch haben. Schilder Upgrade, nein, mag ich dabei nicht. Wie gesagt, schauen wir uns noch einmal Stufe 4 an. 70% der Gegner, 100% der Gegner, der Mensch ist quasi immer das gleiche. Schon einiges mehr aus. Das Spiel eigentlich noch immer ganz nett gemacht. Schöne Grafik, das ist nice. Weapon upgrade.
muss man jetzt noch einen kleinen Schaden erlitten. Das war jetzt auch klar. Ja, das ist Level 4. Ich muss ehrlich sagen, so viel Bock habe ich jetzt auch nicht mehr, das Ganze noch einmal zu probieren. Einen kleinen Einblick haben wir bekommen in das Spiel. Ich verstehe, warum das Spiel viele lieben, viele mögen. Fazit ist, es ist ein bisschen Retro-Feeling, da ich doch früher auch viel solche Spiele gespielt habe. Andererseits ein Dark Souls oder ein Battlefield oder sonstiges ist es halt doch nicht. Ich weiß schon, andere Genre. Ich hoffe, ihr habt zumindest mal einen kleinen Einblick bekommen, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Und habt ein bisschen Spaß gehabt damit. Ich werde auf alle Fälle weitere Folgen von Angezockt machen, mit anderen Spielen, wo ich auch zwischen 2 und 5 Folgen oder so pro Spiel herzeigen werde. Für Wünsche, Anregungen, Beschwerden, Spiele, die ihr sehen wollt, einfach unter Kommentare schreiben bei mir oder bei Patrick natürlich oder generell uns schreiben. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns demnächst. Servus!